Moin Moin und hallo, herzlich willkommen zurück in Rötzlingen, Part 4. Wir haben den drohenden Hungerwinter überstanden und hoffen, dass jetzt nicht ein Hungerfrühling folgt, denn wir haben immer noch ein bisschen was zu tun. Zum einen brauchen wir ein bisschen Sound. Ich hoffe, das Dudeln geht euch nicht auf die Nerven. Machst du ein kleines bisschen leiser. Auch wenn es toll ist, aber ich weiß nicht, wie lange das toll ist. So, also, Rötzling, ihr habt sicherlich Folge 3 geguckt. Wenn nicht, ein ganz, ganz kurzes Recap. In der letzten Folge wurden wir angegriffen. Dafür haben wir uns diese Söldner gekauft. Die haben den Angriff in letzter Sekunde zurückgeschlagen, sind jetzt auf dem Weg hier in dieses Räuberlager, um das nochmal auszuräuchern. Dafür müssen wir sie einen Monat länger beschäftigen, was uns wieder 45 Mark Euro kostet. Das sehen wir hier. Bei Söldner. Ne, 50 sogar. Eieiei. Genau. Sind das die? Ne, warte. Ne, das sind andere. Okay, das sind wieder neue. Diese hier sind das jedenfalls. Die müssen wir noch einmal zahlen. Einmal so können wir uns die noch leisten, glaube ich. Und dann müssen wir sie leider entlassen aus unserer Obhut. Genau. Ja, dann lass uns loslegen. Wir bauen hier gerade diese Türme. Die marschieren. Na, laufen die los? Was ist los? Ey. Okay, die laufen gar nicht. Sind die wahnsinnig? Die habe ich doch hier hingeschickt. Hallo? Haben die das etwa vergessen? Was ist los? Ihr wollt doch nicht etwa den Dienst verweigern und einfach nur hier faul rumliegen und abkassieren. Haben die sich im Wald versteckt, weil die gedacht haben, sie kriegen von mir Geld. Ohne was zu tun, das geht natürlich nicht. So, die laufen jetzt langsam dahin. Die müssen auch nicht laufen. Wir müssen eh einen Monat zahlen. Okay. Wie lange hast du gespielt, um Rötzling so weit aufzubauen? 5, 6 Stunden. Oh, noch ein neues Banditenlager? Ach, grüne Neune. Ist das weiter weg oder näher dran? Das ist, glaube ich, weiter weg. Ja, ist weiter weg. Wir nehmen jetzt das hier erstmal in unter Beschuss. Gehen die jetzt noch? Ja. Super. Okay, also, wir warten natürlich sehnsüchtig auf unsere Ernte. Wir haben jetzt zum ersten Mal funktionierende Felder. Wir sehen, der Wachstum ist hier schon bei 51%. Hier ist er bei 52% und hier ist er bei 50%. Also da wird in jedem Fall was bei rumkommen. Das ist sehr, sehr schön. Dann können wir so langsam, wenn wir gerade eh nichts zu tun haben, überlegen, ob wir nochmal, oder wir schon mal die Infrastruktur bauen, um diese Ernte dann weiter zu verarbeiten. Wir brauchen in jedem Fall, hier in der Sägegrube, okay. Da brauchen wir Action. Denn wir brauchen noch ein paar Bretter. Da sind wir bei minus 15. Brauchen noch ein bisschen mehr von. Wir haben jetzt auch einen Schmied gebaut. Und zwar hier irgendwo in dieser billigen Gegend. Wo war denn das? Habe ich nicht irgendwo einen Schmied gebaut? Mir wäre so. Hatte ich den noch nicht gebaut? Ich hatte doch hier. Hier ist die Dorfschmiede. So, und die stellt halt primär Werkzeuge her. Aber ich dachte, ich hätte hier den Schmied gebaut. Hatte ich das noch nicht? Saubär sagt auch, ne? Genau. Ich meine, ich hätte doch hier einen Schmied errichtet. Da, Schmiede, da steht's doch. Schmiede. Ja. Da oben steht's. Da wird hier die Schmiede. Da, sehr gut. Und die bauen mir hier hoffentlich dann die Lanzen. Genau. Und wir brauchen trotzdem noch ein bisschen Nahrung. Okay, hier wird gebaut. Das ist auch bald fertig. Auch wenn das eigentlich Quatsch ist.
diese Türme, ich glaube, naja, wir bauen die jetzt trotzdem, auch wenn sie jetzt vielleicht gar nicht mehr so entscheidend sind da. Diese Türme, die ich da errichtet habe am Rand. Da ein und da ein. Ich weiß gar nicht, wie komme ich denn jetzt in die Ausbaustufe? Muss ich noch warten, bis es fertig ist hier? Ich weiß es nicht. Oh, die Leichengrube ist fertig, das ist gut. Denn wir hatten ja den Kampf, habe ich ja berichtet, diesen Kampf hier mit den Eindringlingen. Die haben wir vernichtet, da liegen ihre leblosen Leiber faul herum und denken drüber nach, dass sie mich besser nicht angegriffen hätten. Guck mal hier, das die letzte Todesfratze eines Schergen. Und die werden gleich, da steckt noch ein Pfeil im Schild, die werden hoffentlich gleich dann hier diese Straße entlang geschleppt und dann hier in die Leichengrube gesteckt. Da müsste ich jetzt mal einen Leichengrubeur, nennt man die so? Leichengrubeur arbeiten lassen. Das ist natürlich jetzt nicht der angesehenste aller Arbeitsplätze, aber einer muss es machen. Einer muss sich dafür hergeben. Und dann wird alles gut. So, und wir müssen immer noch ein bisschen wegen Nahrung aufpassen. Ich warte sekündlich drauf, dass unser... Ah, ja, da die Beeren wachsen. Das ist wichtig. Wir werden sofort die Wildbeuterhütte wieder besetzen. Die wilden Tiere sind gerade außer Haus, leider. Aber das ist gut. Wir können jetzt hier wieder Beeren sammeln. Wichtig. Denn dann werden wir ein bisschen länger leben. Und länger leben ist gut. Bin ich Fan von. Okay. So, jetzt haben wir noch eine Familie, die sich um Bauarbeiten kümmert. Das ist in Ordnung. Jetzt warten wir darauf. Und dann können wir, glaube ich, ein bisschen schneller machen jetzt. Und mal schauen, was denn jetzt hier mit den Leichen passiert. Werden die jetzt weggepflückt? Oh, warte mal. Schleppen die Leichen? Oh, guck mal, das ist noch nicht animiert, aber die schleppen die Leichen. Transportiert eine Leiche. Guck, das ist noch nicht... Hm. Die tun nur so. Das ist ein Ritual. In Wirklichkeit schleppen die gar keine Leichen. Aber gut, dass das passiert. Die werden nämlich sonst Krankheiten bringen nach Rötzling. Deswegen müssen die schnell in die Leichengrube. Gut, dass wir jetzt eine haben. Das war eine gute Idee. Weißt du, ob es einen Multiplayer geben soll, fragt Monk. Nee, ist, glaube ich, erstmal nicht geplant oder beziehungsweise hat es keine Priorität für den Moment. Also sollte man jetzt nicht zeitnah mit rechnen. Es ist, finde ich, auch in erster Linie ein Singleplayer-Spiel. Es würde auch gehen mit mehreren Spielern, auf jeden Fall. Aber die Geschwindigkeit ist da auch so ein Thema. Man kann natürlich dann nicht pausieren oder die Geschwindigkeit schneller stellen und so. Das, gut, das hast du bei Anno und so auch. Da macht Multiplayer auch Bock. Aber es ist schon, finde ich, in erster Linie Singleplayer. Oh, wir haben die schon wieder gezahlt hier, die Johnnies. Die abtrünnigen Söhne. Aus meiner privaten Schatzkammer, was natürlich total blöd ist. Aber so geht's nicht anders. Wo sind die denn, die Boys? Da. Oh, geil, die kommen gleich da an. Mit den Säcken voller Sold. Und dann versohlen die hier die Banditen. Guck. Und dann muss ich aber auch schauen, dass ich die dann entlasse danach, sonst fressen die mir die Schatzkammer auf. So, guck, was ist denn jetzt hier los? Da ist ja niemand zu Hause. Kann ich das einfach jetzt überfallen? Dann raid ich das. Warte mal. Was ist denn das jetzt? Da ist ja niemand. Können die das jetzt... Da ist ja niemand anwesend. Das ist ja mega dumm. Was denn jetzt? Ich bin relativ empört. Kacke. Was soll denn das jetzt? Da ist einfach niemand zu Hause. Ja. Und du? Haben die sich jetzt alle hier hinten hin verpieselt oder was? Hier ist was los, ja. Jetzt muss ich mal gucken. Ich muss doch irgendwas damit machen können. Ich muss denen doch das jetzt
Das muss ich doch abballern können. Ach komm, mach doch mal jetzt irgendwas. Ja! Wir haben es zerstört. Als ihr die Habseligkeiten eures Feindes durchsucht, findet ihr jede Menge Waren. Ihr könnt sie euren Leuten zukommen lassen, die bestimmt dafür Verwendung haben, doch es ist euer Recht, sie zu behalten. Ressourcen in die nächste Stadt schicken. Wäre das meine Stadt? Nee, meine Schatzkammer. 173, geil. Dafür müsste ich ja eventuell andere kommende Söldner noch bezahlen. So, jetzt ist die Frage, ob ich... Ich weiß nicht, wie viel... Na, das wird vermutlich nichts mehr werden in der Kürze der Zeit, die sie mir noch bleiben. Ich will sie nicht nochmal anheuern. Aber ich könnte sie natürlich jetzt auch hier hinschicken. Ich befürchte... Sehe ich irgendwo, wie lange ich sie noch in meinen Diensten habe? Sehe ich das hier unter Militär? Die abtrünnigen Söhne. Woran sehe ich das? Wann die Zahlung fällig ist. Da! Ja, sehr gut. Danke, Kay. Kai. In 21 Tagen muss ich die zahlen. Die abtrünnigen Söhne. Ich lasse sie da mal hinmarschieren und dann gucke ich. Vielleicht schaffen sie das ja in 21 Tagen, diesen Weg zurückzulegen. Die Frage ist, ich habe jetzt ein bisschen Geld verdient, ob ich mir jetzt schon eine weitere Ecke dieser Landkarte sichern kann. Denn da gibt es noch Beeren, Lehm, neues Eisen, üppiges Felsenvorkommen. Hier wilde Tiere, das ist gut. Dann könnten wir einen zweiten Jäger. Wir haben ja auch diesen einen Jäger-Perk. Und da direkt, das wäre nicht schlecht. Und ein üppiges Eisenvorkommen. Kann ich mir das jetzt hier... Ne, ich brauche 2000 Einfluss. Habe ich nicht. Wie viel Einfluss habe ich? Bislang 860. Okay, guck mal. Wenn ich ein Banditenlager erobere... Dann kriege ich auch Einfluss. Und Ausbau von Kirchen und Herrenhäusern. Okay, sehr gut. Und Gesetze erlassen. Ja, dann ist das doch bald in Reichweite. Dann lohnt es sich vielleicht sogar. Guck mal, ich habe jetzt sehr viel Geld gewonnen durch das Zerstören des Barbarenlagers. Und wenn es lohnt sich vielleicht sogar, diese Söldner noch im Dienst zu behalten, wenn die sich dadurch wieder amortisieren. Sagt man das? Dass die... ja, einfach Barbarenlager schleifen. Ja, vielleicht behalte ich die dann einfach. Ist doch gut. So. Hier seht ihr die Türme, die ich gebaut habe. Die sind jetzt fertig. Verteidigungstürme. Da muss ich Bogenschützen vermutlich reinsetzen. Ich habe noch gar keine Bogenschützen. Aber die Söldner sind ja Bogenschützen. Die könnte ich da reinstellen. Oder ich versuche mal noch welche zu bauen. Ich habe keine Ahnung, ob ich das richtig gemacht habe. Oder ob das totaler Quatsch ist. Weil der Zaun da so zwischen. Ich hoffe, das geht. Wird schon funktionieren. Ja, haben wir da so zwei Dinger gesetzt. Zur Verteidigung. Was wir haben, haben wir. Wie sieht das aus mit Beeren? Werden die Beeren jetzt fleißig gepflückt? Oh, hier. Ja, 60 Beeren. Das ist gut. Jo, also das ist fertig. Die Verbesserung unseres Herrenhauses. Durch die beiden Türme. Hier ist der Burgplaner. Also das Steueramt haben wir gebaut, genau. Den Garnisonsturm. Aber das ist noch nicht so wichtig. Ja. Ist schon in Ordnung, so wie es ist. Da geht's rein und raus. Alles ist gut. Wir haben auch sehr viel... Ja, wir haben gar nicht mehr so viel Geld. Habe ich noch wieder was gekauft beim... ja, ich habe Fleisch, glaube ich, gekauft. Für ein bisschen Geld. Aber das ist okay. Nee, doch nicht. Fleisch ist weg. Ich müsste mal schauen. Ah, dann muss ich wieder eine Lizenz erwerben. Ist nicht schlimm.
ob ich hier noch Mäntel oder irgendwas, was ich noch nicht habe, importieren kann. Auch wenn es gerade erstmal teuer ist, aber wenn das ausreicht, um für kurze Zeit Bedürfnis zu erfüllen, dann könnte ich auf Stufe 3 aufwerten. Dann muss ich nur ein bisschen Bier auch noch kaufen. Ich könnte es halt, wenn ich ungeduldig bin, schon vorab mit barer Münze importieren. Und dann muss ich nicht warten, bis ich selber Bier produziere. Gucken wir uns mal jetzt hier Stufe 2 an. Also uns fehlt tatsächlich Bekleidung eines beliebigen der folgenden Materialien, also Schuhe, Kleidung, Mäntel. Da könnte ich was von importieren und ich könnte Bier importieren. Und wenn ich, das sollte ich vielleicht versuchen, dann könnte ich was? Du musst die Krieger noch solo laufen lassen? So laufen lassen? Du musst die Krieger noch so laufen lassen. Was? Warum? Laufen die Söldner? Ich hoffe doch. Ja, ja, die laufen doch. Da sind sie doch. Da sind sie schon. Du machst mir Angst. Was ist los? Ist das Spiel sehr komplex oder findet man einigermaßen schnell rein, Fakt Sharif? Ich finde ehrlich gesagt, dass man relativ schnell reinfindet. So, was sagt... Also, es kommt darauf an, ob du das grundsätzlich mit dem Genre was anfangen kannst. Wenn du noch nie so dieses Genre gespielt hast, musst du so ein paar Basics lernen, aber wenn du dich im Grundsatz damit auskennst, vielleicht mal Anno gezockt hast oder so, dann wirst du schnell reinkommen. Masi, 20 T noch, ach, 20 Tage noch, ach so, okay. Ja, 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 okay, Masi hat sich vertan. Masi dachte, wir sind noch nicht losgelaufen. Was wollte ich jetzt? Genau, mein Plan. Ich wollte importieren. Handel. Ich werde jetzt mal Commodities und wir machen jetzt, was ist das günstigste? Die sind alle gleich teuer. Ne, diese Dinger hier. Das ist nämlich, glaube ich, egal, was davon. Ich werde hier eine Route kaufen und eine Bierroute kaufen. Und dann sagen wir jetzt, ich kaufe... wir importieren Bier und wir importieren diese Sachen. Und zwar müsste es ja reichen, wenn wir sagen, okay, 10 davon und 10 davon. Das sind 160 und 180 Öcken. Das können wir uns leisten. Gerade so. Nee, überhaupt nicht. Müssen weniger nehmen. Machen wir ein bisschen weniger. Machen wir 7. Müssen wir uns leisten können. Und dann können wir 3 upgraden. Und dann ab dann ist Handel wirklich. Das ist jetzt geht wirklich nur dem Zweck, dass wir bessere Handelsbedingungen haben und dann ist hier alles geil auf einmal. Passt mal auf, Leute, wie geil das dann wird. So, wir haben es jetzt immer noch März. Unsere Sachen laufen alle und jetzt ist der Punkt, an dem ich überlege, schon mal die nötige Infrastruktur für die Weizenernte herzustellen, solange wir nichts anderes bauen. Das heißt, wir benötigen auf jeden Fall eine gut funktionierende Mühle. Und dann brauchen wir einen Gemeinschaftsofen. Und die Mühle, die muss irgendwo hingesetzt werden, wo sie eine gute Effizienz besitzt. Und eigentlich könnten wir sie, finde ich, hier so dann auch in die Nähe, guck mal, hier sind wir bei 100, und da dann vielleicht drumherum auch wieder neue Felder setzen. Lass mich mal kurz gucken, wie sieht es hier mit Frucht... Da, guck mal, da ist die Fruchtbarkeit. Also da ist auf jeden Fall auch ein guter Platz, um noch weitere Felder zu errichten. Und ich glaube, die Felder, die dürften ja eigentlich nicht wirklich die Windmühle negativ beeinflussen. Also können wir die super hier hinsetzen? Warte, hier war doch gerade 100 irgendwo. 99 reicht auch. Man muss ja nicht heiliger sein als der Papst. Wo habe ich die 99 gerade gesehen? Hier. Bauen wir sie hier hin? Die Ausrichtung ist dann... Obwohl, ist die Ausrichtung so besser? Nee, ist egal. Wie man... Das ist dann doch nur die Straße vielleicht. Ich weiß es nicht. So, wir machen auf... Da auf 99%. Bam. Und dann werden wir jetzt hier eine Straße errichten. So. Ach, da brauchen wir nur 4 Bretter. Okay.
Dann haben wir da die wunderschöne Windmühle. Und dann brauchen wir natürlich... Ja, speichern wir. Dann brauchen wir als nächstes einen Gemeinschaftsofen. Und dann können wir nach der Ernte, das wird noch ein halbes Jahr dauern, direkt Brot produzieren. Jetzt gucke ich mal kurz. Ich könnte sie hier auch, aber ich glaube, wir bauen sie hier hin. Das müsste eigentlich... da ist unser Lebensmittellager, das da. Und dann ist das so auf halbem Weg, wenn wir das hier hinsetzen, ist das doch eigentlich okay. So. Okay. Dann haben wir das schon mal und dann brauchen wir noch... Das bauen wir, glaube ich, aber erst, wenn das fertig ist. Das Malzding hier, die Melzerei. Und die Melzerei macht aus Gerste Malz. Und dann können wir danach eine Brauerei auch herstellen. Ich weiß gar nicht, ob man die Brauerei hier bauen kann oder ob die einfach nur in die Häuser. Ne, da. Ne, ist die Taverne. Wo ist die Brauerei? Das müsste eigentlich, wenn, dann Industrie sein. Oder können wir das nur in den Häusern machen? Man kann ja auch so, so Ausbauten. Kann das sein, dass man das nur in den Häusern bauen kann? Oder sehe ich es gerade nicht? So oder so brauchen wir eine Melzerei. Die bauen wir einfach hier. So. Passt doch. Das brauchen wir. Die können wir... ah ne, das ist ja schneller gebaut. Die kosten ja nur 4 Dinger. Das ist doch gut. Okay. Da sind wir sehr gut vorbereitet. Wir machen wieder... Lassen sie wieder laufen. Ansonsten haben wir gerade aktuell keine Bauprojekte. Wie sieht es aus mit Essen? Ja, wir haben genug Essen. Ich glaube, ja, wir haben wieder Fleisch gekauft. Ah ja, so, das Fleisch war noch nicht angezeigt. Aber wir hatten es schon bezahlt, das Fleisch, nehme ich an. Ja, siehst du, die Ilse schleppt das Fleisch. Also die ist auf jeden Fall happy. Jetzt müssen wir echt schauen, dass hoffentlich meine gewünschten Commodities, nämlich das Bier und die Klamotten, relativ schnell kommen. Ja, hier ist der schon der Händler. Oh, der ist noch recht weit weg. Und wann kommen die Kleidungsstücke? Ist das derselbe Händler? Oh ja, guck mal. Die glitschen direkt übereinander, die Boys. Aber das ist gut, weil dann kommen die zeitgleich an. Lol. Ist auch ein bisschen Fallout, oder? Die kommen exakt zeitgleich. Liefern sich hier ein Wettrennen. Kopf an Kopf. Wer wird gewinnen? Man weiß es nicht. Es ist nur ein langes Rennen. Sie müssen sich die Kräfte einteilen, denn das ist der Weg. Hier geht's lang. Dann hier rechts an der Farm vorbei. Und dann betreten wir Rötzlingen. Und dann werden wir die Sachen haben. Und vielleicht reicht es dann, haben wir ein kurzes Zeitfenster, wo sowohl die Taverne als auch die Bekleidung gegeben ist. Und dann ganz schnell auf Stufe 3 upgraden. Das müsste der Plan sein. Und ab dann haben wir den Perk, können uns das hier freischalten und dann werden wir die Handelschampions werden. Dann werden wir mit Holz handeln und allem möglichen geilen Scheiß. So, wo wird hier gerade, wo ist denn der Bereich, wo hier gerade, machen wir hier. Neue Bäume musst du mal setzen hier, lieber. Förster. Wir brauchen vor allem neue Leute hier. Wir brauchen neue Leute. Wo habe ich aktuell... Oh ja, hier im Holzfällerlager, ja. Vielleicht brauche ich auf Sicht auch noch ein zweites Forsthaus. Die sollen mir das ja nicht als kahl schlagen. Und ich glaube, in der Schmiede haben wir einen drin. Das ist natürlich neu. Auch der Ofen ist neu. Oh, da habe ich jetzt sogar zwei drin. Im Brennofen. Ich glaube, das können wir auch auf 1 machen. Weil da habe ich diese Dachziegel nämlich angesammelt. Die sind eine sehr gute Verkaufsware. Handelsware. Diese Dachziegel, die habe ich nämlich dann im Winter, im Hungerwinter, richtig gepumpt, diese Dachziegel, weil die einen guten Preis erzielen. Aber da können wir jetzt, glaube ich, auch mal wieder gleich einen rausnehmen. Ich habe die jetzt noch nicht verkauft. Die spare ich mir auf. 49 Dachziegel haben wir. Aber die können wir hier richtig gut verkaufen, ne? Kriegen wir nämlich 8 Stück.
Ich weiß aber nicht, wann man die Dachziegel noch braucht. Also eventuell in der nächsten Gebäudestufe braucht man irgendwann auch Dachziegel. Würde ich jetzt nicht ausschließen wollen. Musste man die Brauerei eventuell erst erforschen. Ne, also in den Häusern kann man das halt mal. Ich zeig dir das mal. Yeah, wo wir noch nichts haben. Irgendwo da ist die Schmiede. Hier, zack, guck mal. Da, Ausbau zur Brauerei. Und dann können wir hier Bier brauen. Das sollte aber möglichst... Ich weiß nicht genau, wie der Transport ist. Scheiße, was? Wo sind denn ungenutzte Lebensmittel? Hallo? Hier am besten irgendwo nah an der Melzerei, die noch gebaut wird. Habe ich hier... Guck mal, hier habe ich eine Ausbaureserve. Da kann ich dann... Achso, das muss ich erstmal grundsätzlich upgraden, das, den Spaß. Was fehlt dem denn? Ah, hör auf. Das... Okay, den darf ich upgraden, aber den nicht, oder wie? Das ist ja eine größte... Das ist ja eine Frechheit. Okay, ich grade erstmal den ab und dann kann ich da... Die Melzerei bauen. Vielleicht schaffe ich das mit dem hier auch noch. Müssen wir mal gucken. Oh, apropos. Uiuiui, wir müssen mal ganz kurz gucken. Wo sind unsere Söldner? Oh, sind die noch weit weg. Puh. Okay, das dauert noch einen kleinen Moment. Die werden wir auch nochmal bezahlen müssen. Aber wir haben jetzt ja die Kohle. Das ist schon in Ordnung. Die bezahlen wir dann nochmal. Eventuell baue ich zwei Brauereien. Vielleicht mache ich die beiden hier zu Brauereien. Dann sind die Wege auch eigentlich recht kurz. Go, let's go. Es regnet und regnet, ne? Es regnet und regnet. Ich glaube... Oh ja. Wir haben 78 Bauholz. Das reicht erstmal. Ich nehme mal hier einen Holzfäller raus. Hier nehme ich auch einen Holzfäller raus. Jetzt bauen wir erstmal mit drei Familien die Baustellen hier fertig. Es ist April, wir müssen dann sowieso irgendwann ernten. Irgendwann ist Erntezeit. Jetzt habe ich hier zwei Familien drin, die, glaube ich, beide nichts machen. So sieht es nämlich aus. Ich nehme eine Familie heraus, die machen gar nichts. Wir müssen nur aufpassen, wenn Erntezeit ist. Wehe, wir kriegen eine Dürreperiode, dann werde ich richtig durchdrehen. Aber spätestens im September muss ich die Familien da wieder reinpacken. Der Bekleidungsstand ist fertig. Warte. Ich muss einen in die Taverne packen, sonst wird ja kein Bier ausgeschenkt. Ist noch nicht so weit. Wo sind denn die Händler? Sind die schon eingetroffen? Ja, wo bist du? Commodities. Oh, warte mal. Waren die schon da? Oh ne, da kommen sie. Schau mal. Oh, der eine hat die Nase vorn. Hier, Orangekappe hat die Nase vorn. Und hier, der General hat sich abhängen lassen. Was? Wo lauft ihr denn lang? Warte mal. Shit, waren die schon da? Haben die nichts da gelassen? Oder wurde das nur noch nicht angezeigt? Doch, ich habe ja bezahlt. Nee. Die haben den Shit schon auf jeden Fall da gelassen. Auf jeden Fall. Oh, wir haben 20 Speere. Das heißt, die Schmiede macht, was sie soll. Die Frage ist, wo kriege ich die Schilde her? Jetzt Handel. Werde ich mal kurz die Commodities wieder rausnehmen. Aktueller Überschuss. Warte mal, habe ich davon nichts gekauft? Habe ich zu viel Fleisch gekauft? Oh Gott. Möglicherweise habe ich mein Geld für Fleisch ausgegeben. Das war nicht mein Vorhaben. So, Fleisch nehme ich wieder raus. Kein Handel. Oh wehe, jetzt fehlt es mir in der einen Sache. Möglicherweise... Könnte es sein. Mist. Hat er keine Kleidung gekauft? Habe ich keine Kohle mehr gehabt oder was?
ist natürlich jetzt doof. Das verstehe ich nicht, warum ich hier nicht zwei Arten von... Das ist Quatsch mit Soße. Hier gibt's 100 pro. Ich habe... Das verstehe ich nicht ganz. Ich habe ganz offensichtlich... Ich habe Fleisch, ich habe Gemüse, ich habe Beeren und ich habe Eier. Ich habe 4 verschiedene Lebensmittelsorten. Und diese unfreundlichen Leute hier behaupten einfach, es gibt nur eine Art von Nahrung. Das ist gelogen einfach. Es ist knallhart gelogen. Der Marktplatz ist rappelvoll. Ist rappelvoll. Guck mal, da steht's auch. Beeren, Fleisch, Eier, Gemüse. Es ist einfach gelogen. Und wir haben sogar Kleidung da. Nee, es muss jetzt, sorry. Es muss möglich sein. Ah, ha. Yes. Nice. Okay. Einen haben wir. Bam. Nein, was fehlt mir? Nein, ich habe nicht genug Geld. Das ist blöd. Aber ihr seht schon, wir brauchen dafür nämlich jetzt Ziegel. Jetzt fehlt mir original die Kohle. Ach. Ah, das ist gerade richtig kacke. Wir exportieren. Was kriegen wir denn? Bei 10 kriegen wir 80. Kommt, wir exportieren jetzt. Alles über 30 Ziegel, dann haben wir 24 Ziegel, die wir verticken und dann kriegen wir Kohle. So, mach das jetzt. Was ist mit... Oh, die Bretter habe ich auch schon. Okay, da habe ich gar nicht genug Bretter. Okay, wo ist der Freund? Follow Merchant? Es gibt gar keinen gerade. Mist. Aha. Ja, Kredit ist gerade nicht so beliebt, glaube ich. So, aber das wird hier fertig gebaut. Und dann müssen wir nur aufpassen, dass wir nicht den März verschlafen. So, wo ist der Händler? Wo bleibt der? Der mir die Dachziegel abnimmt. Ist keiner unterwegs. Ach, ist das Mist. Aber vielleicht kriege ich gleich im nächsten Monat kriege ich ja Steuereinnahmen. Elzerei ist fertig, ja. Wenn es gleich auf April umspringt, kriege ich ein bisschen Steuerkohle. Ja, Gemeinschaftsofen ist fertig. So, jetzt ist April. Wo ist die Kohle? Entschuldigen Sie bitte. Warum kriege ich jetzt kein Geld? Das ist ja einfach gelogen. Wo sind meine Söldner? Oh, die Söldner sind gleich da. Ist gut. Warum habe ich keine... Ich hätte doch gerade... Ist das nicht gerade umgesprungen? Hm. Mist, das war leider sehr schlecht getimt von mir. Ist nicht umgesprungen. Dann muss es jetzt aber bitte in den Mai, ne? Jetzt April. Mai? Muss es jetzt mal in den Mai. Los, der Mai, wir warten auf dich. Ich brauche die Kohle. Und dann, wehe, das geht dann hier nicht mehr. Da bin ich richtig pisst. Shit, ich wusste es. Ach Gott, das war alles durchdacht. Ich hätte einfach... Oh Mann. Ich habe nicht dran gedacht, dass das so teuer ist. Shoot. Ah. Jetzt haben wir einen auf Stufe 3, aber ich brauche... Also ist noch nicht angezeigt, weil es noch nicht ausgebaut ist hier. Aber das wird gerade aufgewertet. Mist! Ach, ich hab... Das ist blöd. Ach. Ja, jetzt kommt er da angelaufen hier. Ach, Mist. Da muss ich noch wieder Bier besorgen. Was ist das denn? Seid ihr völlig beknackt? Alter, die sind einfach stehen geblieben.
Weil die hier abgehauen. Oh nein. Oh. Jetzt muss ich die. Sind die mies. Die sind einfach stehen geblieben hier. Weil die Banditen hier ausgezogen sind. Und haben sich gedacht, ja, dann gehen wir da nicht mehr hin, weil ich habe die auf die Banditen gesetzt und nicht auf das Haus. Und jetzt muss ich die gleich nochmal bezahlen. Oh mein Gott. Das sind jetzt aber Hiobsbotschaften. Ja, kannst nichts machen. Das war natürlich nicht so gut. Dafür sind sie jetzt komplett ausgeruht. Mist. Mist, 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 Mist. Ich brauche Bier. Ich muss Bier importieren. Handel. Wir haben hoffentlich dann genug Kohle. Commodities. Ich muss importieren. Oh, warte mal. Das habe ich sogar noch aktiv. Aber das bringt mir nichts, wenn ich kein Geld kriege. Jetzt habe ich 11 Mark bekommen. Von was? Durch was? Durch irgendwas habe ich gerade 11 Mark bekommen. Vielleicht klappt das ja. Ist das der Händler? Jetzt will ich mal schauen, ob ich mehr verdiene. So, jetzt kommt es drauf an, was die jetzt hier für Geschäfte mit mir machen. Ich brauche Bier. Ich brauche vor allen Dingen Leute, die mir die Dachziegel abkaufen, damit ich hier genug Kohle zum Ausbau habe. Ja, 192 Öcken. Nein! Jetzt werde ich beklaut. So, ich habe jetzt... Mist, keine Kleidung. Ja. Kommt, nee, das ist kein Handelswagen. Da kommt wahrscheinlich die Kleidung. Ich habe 203 Öcken. Es ist gut möglich, dass ich... gehen wir mal auf Commodities und machen mal lieber so auf 6. Oder 5. Damit ich noch genug Kohle habe. Machen wir die... Machen wir das jetzt? Neue Nachricht. Als ihr die Habseligkeiten eures Feindes durchsucht, findet ihr jede Menge Waren. Ihr könnt sie euren Leuten zukommen lassen, die bestimmt dafür Verwendung haben. Doch ist euer Recht, sie zu behalten. Was heißt denn in die nächste Stadt? Ist das hoffentlich meine, oder? Rötzling hoffentlich. Oder in meine Schatzkammer damit. Die Frage ist, ich weiß nicht, was es ist, aber wenn ich jetzt... Da könnte ich mir natürlich jetzt was leisten, aber ich brauche das auch für die Söldner. Die Frage ist, schicke ich es in die Stadt, dann könnte ich den Ausbau finanzieren. Das ist, glaube ich, tatsächlich das Beste, oder? Ich probiere das mal aus, allein um zu wissen, was dann passiert. Ah, wir haben ein bisschen Geld bekommen. Okay, jetzt machen wir kurz Pause und gehen mal eben zu den Söldnern und schauen mal, ob es hier noch ein anderes... Guck mal. Zweimal, was ist das denn? Wo kam denn die erste her? Und ich bin beglückt. Ich schick's wieder in die nächste Stadt. Dann bin ich handlungsfähig. Ja, jetzt haben wir genug Kohle, um das umzusetzen. Und geil, wir schicken die direkt in die nächste... ins nächste Abenteuer. Hier, guck mal, hier ist nämlich noch was. Da. Und da sind auch die anderen Feinde noch anwesend. Ich muss natürlich jetzt ein Auge drauf haben. Aber ich habe die gerade bezahlt. Und das Geld würde ich dann selber behalten wollen. Wenn die sich gleich nicht mehr bewegen. Nicht auf die Söldner. Ich weiß, Ansuil, aber das Ding ist, wenn ich die jetzt auf die Stadt schicke, ich weiß nicht, ob die dann automatisch die Söldner angreifen. Oder ob die dann dumm auf die Stadt rennen, während die Söldner ihn schon in die Flanke pieksen. Das ist nämlich nicht von mir gewünscht. Da behalte ich lieber ein Auge drauf. Ab und zu mal. Verstehst du? Ist mir jetzt wichtiger. Muss ich einfach immer drauf gucken. Darf ich nicht zu abgelenkt sein von anderen Tätigkeiten. Okay. So. Jetzt haben wir sehr viel Geld. Haben wir denn auch? Nein, natürlich nicht.
Noch nicht. Aber vielleicht bald. Oh, hier. Oh, es fehlt ein bisschen Bier. Ah, wir können noch nicht upgraden. Es fehlt Bier. Aber ich habe doch Bier. Habe ich nicht Bier gekauft? Ich habe Bier da. Ich empfinde das als Frechheit. Ich habe Bier da. Ja, Tab ist tatsächlich eine tolle Taste. Oh, ja. Oh, Tab ist toll. Tab ist eine gute Taste. Ich mag die Tab-Taste. Viele Informationen. So. Bier heißt, die haben kein Bier, ja? Und keine Sache, keine... Oder heißt es das? Ne, die haben es nicht. Ne, das ist das Bedürfnis, was denen fehlt. Aber man sieht kein Haus, wo es nicht fehlt. Das ist natürlich völliger Quatsch. Was? Brennstoffstand? Das stimmt doch einfach nicht. Ich müsste den Markt, glaube ich, nochmal erweitern. Aber das ist ja easy gemacht. Wo warst du noch? Da, Marktplatz. So. Hey. Hallo? Ja, das ist noch ein weiterer Marktplatz. Okay. Die ist immer noch im Bau. Obwohl wir 4 Familien haben, die da jetzt sich drum kümmern. Oh, das sieht ja krass aus, oder? Guck mal, wie schön das aussieht. Wow. Leute, das wird ja einfach immer noch schöner werden. Also, wir haben alles, was wir brauchen. Wie sieht das hier aus? Mit unseren Söldnern. Bewegen die sich noch? Jo, die bewegen sich noch. Alles klar, die sind nämlich noch anwesend da, die Banditen. Stufe 4 sehen die richtig nice aus, sagt Ansel, ja. I believe you. Geil. Hammer. Was ist jetzt mit dem Bier? Wir haben in der Taverne immer wieder Leute transportiert. Tavernenwirt. Muss doch möglich sein. Nein, nein, das Bier fehlt. Es fehlt das Bier. Bier, 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 tiddly Bier. The man who invented Bier. Vielleicht sollte ich doch ein bisschen mehr Bier importieren. Mit der Kohle, die ich habe. Das muss doch möglich sein. Es gibt Reihenfolgeeffekte der Häuser und Bedürfnisse bezüglich des Marktstandes. Die Bedürfnisse des Hauses, das näher am Stand ist, werden zuerst gedeckt. Es ist möglich, dass ein Haus zu weit entfernt ist und die Angebote des Marktes, also für dieses Haus, entsprechend zu niedrig sind. Ah, okay. Das ist aber insofern nicht so ein Riesenproblem, weil ich ja vornehmlich hier jetzt, die sind ja direkt am Markt. Da fehlt es jetzt nur noch an Bier. Gibt es denn überhaupt irgendein... Aber die haben alle Bock auf Bier. Was ist denn mit ihm hier zum Beispiel? Die interessieren sich nicht für Bier hier. Das ist nur ein... Die wollen nur Wasser. Den fehlt es angeblich an Brennstoff. Das finde ich jetzt aber fast schon frech. Hier wäre vielleicht der bessere Ort gewesen für einen Marktplatz. Noch ein Stück weit runter. Dann würden wir hier noch den Weg nicht so weit haben. Aber ey, das Leben ist kein Wunschkonzert. Trotzdem bin ich der Meinung. Jetzt haben wir nur noch 2 Manometer, Peter. Er haut ab. Der war gerade da. Mist.
Mist. Wisst ihr was? Wir haben jetzt 4 Bauarbeiter, obwohl wir keine Bauprojekte mehr haben. Oh doch, die Mühle haben wir noch als Bauprojekt. Da ist noch gar nichts passiert. Aber die Sachen hier sind fertig. Es ist bereits April. Nee, immer noch April. Wir haben dann nur einen... Nee, na, das ist auch gleich fertig. Oh, wie geil. Oh, Hammer. Hehe. Da. Gucken wir uns das. Ist das nicht wunderschön? Guten Morgen. Und die anderen platzen alle vor Neid. Ah, guckt euch das mal an. Was die da jetzt für einen Prachtbau haben. Und wir wohnen immer noch in dieser schäbigen Hütte. Hans, tu doch was. Den ganzen Tag liegst du auf faul auf der Haut herum. Und gestern habe ich dich verdächtig lange im Ziegengatter gesehen. Was machst du da eigentlich die ganze Zeit, Hans? Ja, also das ist... Neid ist eine Unsitte, aber Sitte. Kann ja auch zu Ehrgeiz führen. Wir brauchen Bier. Ich warte die ganze Zeit auf lecker Bier. Doch es kommt nichts. Oh. Was ist das? Oh, da kommen die Briganten. Die ignoranten Briganten. Ja, erstmal die hier platt machen. Yeah, es kommt zum Kampf. Unsere Bogenschützen eröffnen bereits das Feuer durch das dichte Buschwerk. Der Feind stürmt heran. Das kostet viel Ausdauer. Aber unsere Bogenschützen können sie außer Entfernung dran nehmen. Da habe ich zum richtigen Zeitpunkt bin ich hier reingekommen. Ja, macht sie alle nieder. Mäht sie nieder. Pfeile! Oh. Jetzt müssen die Bogenschützen in den Nahkampf, aber sie haben die Feinde vertrieben. Töte die Briganten. Noch einmal. Los! Ah, die flüchten schon. Die nehmen Reis aus. Ja, super. Das war gutes Timing, würde ich sagen. Denn jetzt können wir weiter marschieren. Zum Glück habe ich nicht auf Ansiedel gehört. Wenn ich auf Ansiedel gehört hätte, hätte das nicht funktioniert. Hm, da wachsen Rüben. Wo wachsen Rüben? Da drüben wachsen Rüben. Oh, wir haben schon 1,2k Einfluss. Das ist super. Bald können wir uns ein zweites Gebiet kaufen. Das gefällt mir. Wir haben auch wieder etwas Nahrung. Und ich warte immer noch darauf, dass das Bier in die Taverne kommt. Was ist da los? Was war... Ah ja, das Ding ist fertig. Was haben die denn... Oh. Ja, die haben sind über alles happy, nur das... Nur das Bier fehlt. Das ist doch unfassbar. Ich habe doch Bier bestellt. Wo ist das Bier? Ah, das macht mich wirklich richtig traurig. Ich werde jetzt aber hier... Das muss ich verbessern. Das kostet mich... nix. Zum Glück. Und dann kann ich hier schon mal Brauerei bauen. Sehr gut. Denn bald ist es soweit, Freunde. Bald ist es soweit und dann können wir eigenes Bier herstellen mit eigenem, mit eigener Gerste gezüchtet. Da müssen wir hinkommen. Jetzt habe ich 3 Leute, die, 3 Bauarbeiterfamilien. Könnte ich aber auch irgendwo anders reinsetzen. Vielleicht einen zweiten Förster, dass hier mal ein bisschen aufgewaldet wird. Walde mal auf. Beeren und Eier haben wir richtig viel. Das ist sehr gut. Gemüse ist ein bisschen... Warte mal, ist eins der Felder erntebereit? Nee, die sind noch nicht erntebereit. Die wachsen auch noch. Ich könnte die frühzeitige Ernte erzwingen. Ja, aber das wollen wir ja nicht. Oh, warte mal. Hä? Oh. Kann das vielleicht sein, dass das gar nicht mehr, also dass das nicht besser wird als das? Oh. Obwohl, aber da fehlt ja nur noch einer, oder? Und sobald der da ist, wird doch geerntet. Ich habe ja auch Leute hier drin. Was machen die denn? Gar nicht, sie warten. Also ist ja nicht so, dass die da jetzt, das vergammelt mir ja nicht. Also das ist bald fertig, aber einer fehlt noch.
Und dann, was ist denn mit der Mühle? Warum dauert das denn so lange? Ja, da wird zumindest jetzt mal ein bisschen was gemacht. Das ist gut. Okay, weiter geht's. Neue Nachricht. Haben wir das Camp zerstört? Ja. Diesmal werde ich das selber nehmen, weil ich hier auch ein bisschen Kohle brauche für zukünftige Söldnereinheiten, falls ich irgendwann angegriffen werden sollte. Boah, das ist ja toll. Das lohnt sich ja, die einfach mal über die Karte zu schicken und dafür zu sorgen. Warum sind die so weit voneinander entfernt? Ich glaube, wir haben jedes Söldnerlager zerstört auf der Karte. Das ist ja fast ein bisschen schade. Dann würde ich jetzt Folgendes vorschlagen. Nehmen wir meine Söldner. Und... schick die mal in so einen Mittelpunkt hier, in so einen... Ach, guck mal, das ist sogar günstiger. Ich kann mir die alle schon leisten. Ist das von jemand anderen schon beansprucht oder warum ist das teurer? Oh, vielleicht sollte ich jetzt stattdessen das hier erstmal nehmen. Weil da habe ich super viel Beeren, das ist auch okay. Stein ist okay und wir haben hier Lehm, Tiere und Eis ist okay. Hey, Leute, was meint ihr? Gelb ist der Baron von außerhalb, der hat sich das gemopst, ne? Wir könnten aber jetzt das Gebiet in Anspruch nehmen. Das sollten wir doch machen. Das könnte ich ihm abluchsen, das ist teuer. Ich nehme erstmal das hier. Und dann kann ich direkt daneben dann... Das ist eine gute Idee. Ich nehme mir das jetzt. Beansprucht. Und jetzt... dauert das jetzt vielleicht einen Moment, bis ob der Baron sozusagen seine Truppen entsendet, um auf dem Schlachtfeld zu entscheiden, ob er das vielleicht auch will. Ich bin mir nicht sicher, was jetzt passiert. Aber ich hoffe mal, das wird jetzt nicht zu Komplikationen kommen. Okay, wie sieht's aus? Bier, 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 Bier. Es fehlt überall an Bier. Es ist einfach Quatsch mit Soße. Ich habe so viel Bier bestellt. Kann eigentlich nicht sein. Vielleicht muss ich das noch ein bisschen offensiver verkünden, dass hier eine Mark zu machen ist. Guck mal, wir haben Kleidung ist weg, aber es ist doch Bier da. I don't get it. Vielleicht muss ich noch mal jemanden als zweiten Tavernisten engagieren. Vielleicht wird nicht genug ausgeschenkt. Ach was, guck mal hier, wo läuft der hin? Diese Wirtshausfamilie macht sich einen schönen Nachmittag irgendwo in der Natur, anstatt das Bier auszuschenken. Das ist ja unfassbar. Die komplette Entwicklung Rötzlings steht und fällt mit der Arbeitsmoral der Wirtsfamilie. Wo wollen die denn hin? Es ist nichts eingelagert, ja. Aber die Frage ist doch, wer ist dafür zuständig? Wir haben doch hier im Speicher... Wo wird das Bier denn gelagert? Wo wird das Bier gelagert? Im allgemeinen Lager? Oder wo wird das Bier gelagert? Wo ist der Lagerplatz des Bieres? Wir haben 29 Speere. Wir müssen... Wer stellt mir Schilde her? Das ist ja auch wieder so ein Ding. Ich bin unzufrieden mit der Situation. Das ist immer noch nicht fertig. Ja, Fachkräftemängel ist möglich. Noch bei der Produktionsstätte. Naja, aber das, was heißt Produktionsstätte? Das ist ja hier. Das ist ja der Handelsposten. Und da ist ja nichts eingelagert. Also etwas im Allgemeinlager und etwas... Ruht bis zur Heilung. Lorenz ist verletzt. Warum ist denn der Lorenz verletzt? Dachziegel haben wir vertickt. Also wir haben ganz gut Geld.
Alles sieht gut aus. Das Bier wird nicht gebraut, Casey. Das Bier wird gekauft. Im Handelsposten. Aber es ist ein Jammer, dass die einfach nicht kommen wollen. Bewegen die sich? Ja, langsam. Ich schicke die in die Mitte, weil falls jetzt irgendwo ein Barbarenlager auftaucht, dann habe ich kurze Wege. Und das gefällt mir. Könnte ich überall in der Zwischenzeit. Und wenn mein Konkurrent auftaucht, weil er unzufrieden ist mit meiner Beanspruchung des Gebietes, dann kann ich auch direkt in den Kampf ziehen mit ihm. So, das ist gut. Hier ziehen wir die Bären raus. Das ist alles gut, alles gut, alles gut. Ah, die werden doch nicht das Bier hierhin schleppen. So dumm sind die doch nicht, oder? Nein! Das ist ja unfassbar. Das ist ja die größte Schäbigkeit, die ich je erlebt habe. Die schleppen original das Bier in diesen Speicher. Deswegen waren die Leute so lange unterwegs. Am Arsch der Heide. Da schicken die das Bier hin. Das... Oh Gott im Himmel. Das ist aber komplett mein Versagen. Weil ich... Oh Mann. Oh Mann. Och Gott. Ey Leute, aber das kann man ja nun wirklich, damit kann man nun wirklich nicht rechnen. Wir haben hier so ein wunderbares Lebensmittellager. Und da ist halt einfach nicht, da ist eine Beere drin. Ich möchte bitte freigesprochen werden von Schuld. Das ist... Hier, nee, aber hier ist der Handelsposten. Hier kommt der Typ mit dem Bier. Da, man kann da rüber spucken, wenn der Wind günstig steht, ist der Lebensmittelspeicher. Das ist unfassbar. Du kannst das Bier hier rüberschmeißen, ohne dass es verschüttet wird. Und die sagen sich, nee, wir wischen mal hier dem Herrscher eins aus und bringen die Schose nach da ganz hinten, an Arsch der Heide ran. Das ist doch unfassbar. Ich hab nicht... Warte mal. Ja, hier darf man alles einlagern. Das gibt's doch. Ich drehe richtig durch. Das ist Schuld, weshalb wir nicht vorankommen. Und deswegen ist die Familie auch so weit gelaufen. Ja, na klar ist sie so weit gelaufen. Och, Mensch. Ich finde, ich bin unschuldig. In meinem Gerechtigkeitsgefühl bin ich unschuldig. So, aber jetzt ist da gerade frisches Bier geliefert worden dann? Oder ist es, wo ist das jetzt? Da, guck. Ha, ein Bier. Dann werde ich jetzt einfach nur für einen kurzen Moment eine zweite Familie in die Taverne schicken. Und dann wird alles gut werden. Das gibt's ja nicht. Das ist ja der Gipfel der Dreistigkeit. Oh, was? Was ist das? Warum? Ach, in der auf dem Marktstand. Okay. Jetzt gibt's schon wieder Regen. Ja, das ist natürlich nicht so gut. Aber jetzt, komm. Jetzt muss doch das mit dem Bier mal klappen. Oh, das sieht gut aus. Oh, oh. Jetzt, das hat sofort Wirkung gezeigt. Schaut mal, Leute. Das wollten wir. Und jetzt können wir... Jetzt können wir upgraden. Nee, 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 nee. Was? Warte. Ey, warte, Entschuldigung. Da, zack, hier. Was ist das Problem? Was? Nein, jetzt fehlen hier so ein paar... nein. Jetzt fehlen so ein paar Bretter. Das gibt's doch gar nicht. Warum? Wer hat die Bretter sich genommen? Für was sind die denn eingeteilt? Ein Brett nun. Ach, ich glaube, ich muss so eine zweite Brettersägegrube bauen. Nee, ich warte kurz. Das muss... Das, ich warte. Familie ist eingezogen, das ist gut. Sehr gut, sehr gut. So, Bretter, Bretter, wie sieht's aus? Null Bretter. Handel ich die denn vielleicht zu aggressiv? Ne, ich habe gesagt, 30 ist der Überschuss. Ich habe derzeit genug... Na, ich habe nicht genug Geld, aber... Ich
spare mal ein bisschen von diesen Dingern noch. Wer weiß, wie ich die noch brauche. Das kann doch nicht sein. Für was sind die denn draufgegangen? Ich habe doch eigentlich nichts gebaut. Mühle hatte ich gebaut, okay, aber sonst... Naja. Aber komm, das muss doch jetzt schnell gehen, dass du ein paar Bretter machst. Wir brauchen keine Baureserve. Auch nicht. Der Mai ist da, ja, ja. Das ist gut für den Mai. Oh, geil. Leute, wir haben Immenreuth. Immenreuth ist unser. Immenreuth ist unser. Wir haben üppiges Felsenvorkommen. Und ein bisschen Eisen, das könnten wir uns mal schnappen. Und die Bärenbüsche. Jetzt ist die Frage, wie mache ich das jetzt am besten? Ich könnte jetzt hier lauter Stände bauen. Ich habe aber auch gar nicht so viele Leute. Ich muss mal mehr Häuser bauen. Bevor ich jetzt mich hier mit der Industrie beschäftige, die uns jetzt hier offen steht. Ich glaube, ich muss auch ein paar Häuser bauen. Das machen wir aber gleich erst. Und zwar würden wir dann... Hier sind eh die Tiere weg, deswegen ist das nicht mehr so schlimm. Hier baue ich dann weitere Wohnhäuser. Erstmal eine Straße. Ah, da ist der Brunnen. Haben wir das hier als Markt... Ah, ne, das ist gar nicht als Marktplatz ausgewiesen. Okay, dann machen wir so an den Brunnen ran. Und der Brunnen ist dann hier so eine Art... Ah, guck mal hier, das ist doch eine schöne Ecke. Okay. Und dann können wir hier noch weitere Baugrundstücke ausweisen. Das müssen wir tun. Aber erstmal Bretter. Ich verstehe nicht, warum hier nicht gebrettert wird. Wo sind denn die Leute? Was machen die denn? Warum sind die denn nicht fleißig? Ich muss im neuen Gebiet eine neue Stadt aufbauen. Okay. Eine komplett neue Stadt. Ach so. Verstehe. Ja, da haben wir einiges zu tun. Dann kümmern wir uns jetzt erstmal um das hier. Ich bin ein bisschen sauer. Ich verstehe nicht, warum die hier nicht arbeiten. Was ist euer Problem? Könnt ihr mal... Ach so, der ist hier am... Okay, das ist in Ordnung. Aber die warten ja alle. Das gibt's doch gar nicht. Warum arbeiten die denn nicht? Ich bin unzufrieden mit dem Einsatz der Familien. Was die nicht wissen ist, es warten noch viele weitere Familien auf so einen attraktiven Job in der Sägegrube. Das geht ganz schnell und wir werden ausgetauscht, wenn die nichts machen. Die machen einfach nichts. Der steht... Erhard, guck mal, das ist Erhard. So, was ist los, Erhard? Was ist denn los? Schreiner geht nach Hause. Wie Schreiner geht nach Hause? Kann nicht euer Ernst sein. Ich glaube, ich baue jetzt eine zweite Schreinergrube. Und die kann ich ja inaktiv lassen. Die kostet mich ja jetzt nicht so schrecklich viel. Aber das finde ich jetzt gerade wirklich dreist. Ich baue hier eine zweite Sägegrube. Eine Konkurrenzsägegrube. Und dann schauen wir mal. Ein bisschen Konkurrenz ist gut. Ey, lass mich das doch drehen, so wie ich das will. So. Nein, lass mich das... Hallo? Entschuldigen Sie bitte, ich möchte das so haben. Und dann an die Straße ran. Aber noch einen nach rechts. Guck mal, er will mich das nicht... Achso, das... Naja. Gut, dann machen wir das so. Das kostet mich doch nichts. Und dann werden noch weitere Familien... So, jetzt... So entsteht Konkurrenz. So entsteht die Konkurrenz. Wenn man nämlich sich nicht bemüht. Tja. Ich könnte auch der Egel, ja, ich könnte denen einen Ochsen geben, das ist sicherlich richtig. Aber es ist nicht einzusehen, weil wir haben hier die komplette Industrie, ist ein Katzensprung. Hier ist das Holzfällerlager direkt nebenan und hier ist das große Lager direkt nebenan. Die können sich das einfach rausnehmen. Aber sie weigern sich. Und das ist unverzeihlich. Es ist alles da, bis auf die Bretter. Das kann überhaupt nicht sein, dass
die ganze Zeit fehlt eine Sache. Das ist doch Quatsch. Das ist doch albern. So, können wir dann mal? Kostet mich richtig viel Geld. Deren Inkompetenz. So, die zwei. Da kommen gleich die nächsten Familien rein. Und dann will ich mal sehen. Ich glaube, wir haben wieder ein paar Bretter. 8 brauche ich aber. Guck mal, jetzt fangen die an, was zu machen. Jetzt, die riechen das nämlich. Oh Mist, da macht eine Konkurrent. Der ist wohl unzufrieden, der Fürst. Die haben seine Gunst verloren. Oh nein, oh nein. Ja. Und was machst du jetzt? Welches Lager ist voll? Dorfschmiede? Und was ist denn da drin? Werkzeug, sehr viel. Was mache ich mit dem Werkzeug? Ist das eine Ressource, die ich für irgendwas... Vermutlich, ne? So, jetzt muss das hier aber richtig rund gehen. Guck mal, die sind so viel fleißiger. So viel fleißiger. Jetzt habe ich 12 Bretter. So, jetzt steht mir nichts mehr im Wege. Wehe, jetzt kommt wieder irgendwas anderes. Nice. Und als nächstes, wo ist denn noch? Das ist ein großes Gebäude. Was fehlt dir jetzt? Nein, jetzt fehlen hier wieder ein paar Bretter. Okay, dann würde ich, glaube ich, das große Grundstück hier mit dem Hühnerhof. Was haben wir hier? Dann haben wir auch einen Hühnerhof, ne? Und den Wohnraum erweitern wäre auch mal klug. Sehr schön. Gebäude kosten später Werkzeuge, okay. So, wir brauchen noch ein paar Bretter. Das kriegen wir jetzt hin mit unserer erhöhten Produktion. Das ist jetzt auch... Für die, die sehen das jetzt auch, dass die nebenan auch fleißig sind. Und dann mache ich mir keine Sorgen mehr. So, ich überlege jetzt mir gerade. 23 Tage habe ich die abtrünnigen Söhne noch, ob ich die demnächst mal aus ihrem Dienst entlasse, weil es keine Banditen gerade da. Na, keine Banditen da. Welches wollen wir denn mal? Warte, das sieht doch ganz schön aus. Das, das. Und guck mal, das Dicke machen wir jetzt hier. Yes! Okay, also wir haben jetzt eins erst ausgebaut, aber die anderen beiden sind jetzt quasi bald fertig. Das dauert natürlich einen kleinen Moment, aber wir haben alles da, was wir brauchen. Und dann können wir zu deutlich besseren Preisen handeln. Vielleicht sollte ich den Bierfluss jetzt mal ein bisschen... Noch 9 Biere. Ich werde mal jetzt nicht mehr so viel kaufen. Aber wir haben alles, was wir wollten. Und ich gehe mal hier runter auf Überschuss auf 4. Auf 3. Weil ich wollte das jetzt erstmal nur für... Oh ja, das können wir ernten. Oh, geil. Warum ernten die nicht? Muss ich das manuell... Muss ich das jetzt, die frühzeitige Ernte quasi... Da könnt ihr mir mal kurz einen Tipp geben. Ich verstehe das jetzt so, die ernten erst, wenn der September oder der Herbst halt kommt, ab September. Und wenn ich jetzt aber sehe, dass in dem Fall 54 von 54 die maximal mögliche Frucht erreicht ist, dann muss ich wahrscheinlich sagen, die sollen jetzt schon ernten. Sehe ich das richtig? Ich glaube, das wächst nicht mehr jetzt. Oder wächst es noch? Oder sind einfach 54 von 54 Pflanzen vorhanden? Das kann auch sein. Aber noch nicht ausgewachsen. Ja, bei den Prozenten fehlt noch was, das stimmt. Okay, wir beobachten das mal. Wir sind hier bei 78%. 81 und... 80. Ja, okay, wir warten noch. Alles klar, wir warten noch ein bisschen. Gucken, ob sich die 78% noch... bewegen. So, wo sind die Söldner? Da. Nicht ganz einfließen. Dann. So, Rötzling, let's go. Das wird super werden. Ich habe ein gutes Gefühl. Also, wir haben auch okay Nahrung da.
können eigentlich gleich auch die zweite Tavernenfamilie hier wieder rausnehmen. Guck mal, so schön, wie das aussieht. Da, das ist fertig. Guck. Oh, hier am Marktplatz, ne? Diese drei dicken Dinger hier. Wieso kann ich... Ach, wird der Wohnraum automatisch vergrößert oder war der schon vergrößert? Das muss ich eigentlich überall machen, wo es geht. Ist das Grundstück zu klein? Aber... Wohnraum... Habe ich denn bei denen abgegradet den Wohnraum bereits erweitert? Das muss ich überall machen, damit ich da mehrere Familien unterbringen kann. Yes! So, jetzt voll geil. Achtung, 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 Masterplan. Wir haben durch diese drei Gebäude auf Stufe 3 eine neue Siedlungsstufe erreicht und können jetzt diesen einen Siedlungspunkt ausgeben für bessere Geschäfte. Und jetzt bin ich mal gespannt. Nur mal kurz zur Erinnerung für alle, die vielleicht neu dazugekommen sind. In unserem Handelsposten haben wir Kackpreise. Wir bezahlen lächerlich viel Geld für den Import von Waren. Als Beispiel hier, Steinblöcke kosten uns 16 und ich krieg 6. 6 im Verkauf, 16 im Einkauf. Aber auch bei Nahrungsmitteln, ne? 4 für ein Brot, 14 für ein Brot. Das ist ja völlig lächerlich. Und wenn ich diesen Perk richtig verstehe, werden jetzt alle Importpreise um 10 gesenkt. Und jetzt bin ich sehr, sehr gespannt, ob das funktioniert. Das ist ja so geil. Jetzt ist der Exportpreis gleich der Importpreis. Das ist so ein Gamechanger, Leute. Jetzt mache ich mir überhaupt gar keine Sorgen mehr um irgendwas. Jetzt werde ich fleißig importieren. Das heißt, wir haben Kohle ohne Ende. Ne, nicht ohne Ende, aber wir haben genug Geld und ich könnte mir jetzt Sachen kaufen, die ich nicht im Angebot habe. Geil. Also, jetzt Bier ist jetzt zum Beispiel gar nicht mehr so ein Problem. Na, es ist, doch, es ist deutlich günstiger geworden. Das heißt, wir können ruhig sagen, komm, so, wenn irgendwas fehlt, wenn wir unter die Marke von 4 rutschen, dann kaufen wir nach. Und das ist dann, das kostet dann nur noch hier, was ich, 48 oder 42 Öcken statt ein Vielfaches davon. Das ist ja super geil. Okay, dann lass uns mal schauen, was sind denn jetzt die Bedürfnisse unserer neuen Freunde? Das sind exakt die gleichen Bedürfnisse. Hat sich da gar nichts geändert? Oh, ich freue mich, bin richtig begeistert. Jetzt können wir Sachen kaufen. Zum Beispiel, wie ist denn das hier mit Waffen? Schilde. Kosten auch nur 6. Weil... davon haben wir dann genug. Was brauchen wir denn noch? Material. Holzteile haben wir noch gar nichts. Brauchen wir bislang aber auch nicht. Das kriegen wir alles. Bessere Preise kriegen wir leider nicht. Ich werde irgendwas, vielleicht noch eine weitere Essenskategorie, Gemüse. Fleisch kostet nur noch 2. Es ist so gut. Wir können wieder importieren. Gewünschter Überschuss ist 10. Ja, nehme ich. Schreinereiausbau macht Schilde. Ah, okay, das ist super. Die Eier kosten 2 Öcken nur noch. Ich könnte jetzt auch sagen, als Honig können wir nochmal, aber dann muss ich für 25 noch eine weitere Kategorie machen. Das müsste eigentlich ja reichen. Die sind ja auch happy. Was ist die Besteuerung? Ist ein Problem, okay. Aber ansonsten ist alles gut. Ich muss natürlich dann auch anfangen, irgendwas zu verkaufen. Ich könnte Bretter oder so handeln. Für Bretter kriege ich halt 2 Öcken. Und... das könnten wir wieder exportieren, aber da bräuchten wir den Überschuss, aber den kriegen wir vielleicht gleich. Und die Ziegel sind natürlich geil, weil die richtig Kohle bringen, ne? Ja, für den Moment ist alles cool, aber sobald wir irgendein Problem haben, können wir es jetzt ab jetzt einfach kaufen. Das ist sehr, sehr gut. So, dann lass uns mal schauen.
Oh, hier, die Erweiterung, genau, da wollten wir eine... Oh, geht nicht, was fehlt? Ah, es fehlt ein bisschen Holz noch. Mhm. Dass wir möglichst viele Häuser jetzt auf Stufe 2 kriegen. Und den Wohnraum erweitern. Das sparen wir uns auf. Das fehlt, es fehlt wirklich an Holzbrettern, das ist interessant. Da Wohnraum erweitern, das ist nicht unwichtig. Weil warum neue Häuser bauen, wenn ich den Wohnraum einfach erweitern kann? Okay, sehr schön. Dann würde ich jetzt sagen, hier kommen noch weitere Häuser hin. Auch wenn das jetzt gar nicht mehr so wichtig ist, weil wir ja die Erweiterung der Häuser bauen. Lass ich mal gucken. Wie kriegen wir denn die großen Dinger hin? Warum ist das? Ja, da wäre das, ne? Ja, okay, aber das soll ja nicht so ekelhaft schief sein. Also machen wir das anders. So. Jo. Okay. Ne, warte, wir fangen hier an. So. Haben wir noch ein paar große Grundstücke. Das ist gut, das ist gut, das ist gut. Und dann können wir hier auch noch ein großes Grundstück bauen. Dann haben wir wieder was Wachstumspotenziale. Das ist sehr, sehr gut. Okay, dann ist es jetzt, wir haben hier niemanden, also wir haben keine Banditen in der Nähe, das heißt, die Frage ist, müssen wir uns diese Kompanie überhaupt leisten? Ich glaube, oh, wir sind bei 81, okay, das wächst noch weiter, das ist also alles ist gut. Alles ist gut, Bretter werden gebaut, dann lass uns mal... Diese Söldner will ich jetzt hier. Wie kriege ich die? Wie werde ich die los? Wie werde ich die Söldner los? Hier irgendwo entlassen, ne? Einheit auflösen. Aber ja, erst wenn die Zeit. Ne, ich habe hier noch 14 Tage, so lange warte ich noch. So lange warte ich noch. Eine Schreinerei wollte ich ausbauen, das stimmt. Warte mal, hier hatte ich die beiden Brauereien. Da kommt die nächste. Ah, darf ich noch nicht fehlen? Ne? Dann bauen wir hier Schmiede. Und hier könnte ich... Darf ich nicht. Das sind keine... Doch, da ist schon was. Hofstätte. Warte. Wieso kann ich jetzt hier nichts machen? Ist das zu klein? Kann es sein, dass die... Ah, hier darf ich was machen. Hm, da brauche ich eine Schneiderei. Ah ja, genau, geil. Aber das gibt's doch nicht, dafür fehlen mir wirklich. Forsthaus. Baut als nächstes hier mal bitte weiter. Bäume an. Wir haben. Brennholz sieht gut aus. 6 Monate. Wo ziehe ich denn jetzt mal einen raus? Sägegrube. Brennholz haben wir nur einen drin. Das ist ja übrigens auch so. Ich glaube, wir können beim Forsthaus hier mehr gut aufgepflanzt. Nehmen wir einen beim Forsthaus raus. Bauholz haben wir genug und macht in der Sägegruppe eine zweite Familie rein. Noch 11 Tage. Seid ihr eigentlich noch da oder ist ja vielleicht der Chat gerade wieder abgeraucht? Lad das mal neu. Ah, da seid ihr. Ich glaube, der Chat war mir gerade abgeraucht. Bin mir nicht mehr ganz sicher. Okay. Oh, neue Familien ziehen ein. Das ist ja fantastisch, weil ich jetzt neue Häusergrößen habe.
Okay. Alles ist gut. Haben wir jetzt die Bretter für die Schreinerei? Das gibt's überhaupt nicht. Warum? Arbeiten die nicht? Warum sind die so faul? Jetzt haben die sich zusammengetan. Und machen gemeinsam nichts mehr. Hier brauchen wir ja nicht mehr. Hier brauchen wir nur so zwei Bauhölzer. Vielleicht für den Ausbau der ganzen Sachen. Ne, die werden ja schon abgezogen. Das kann doch nicht sein. 8 Bretter. 5 Bretter. Okay, irgendwas passiert hier. So. Schreiner wollten wir bauen. Schreiner. Da. Wichtig. Schreinerei. Bäm. Was ist mit Schusterwerkstatt? Haben wir auch noch nicht. Rüstungsschmiede haben wir nicht. Pfeilmacher haben wir nicht. Schusterwerkstatt haben wir nicht. Müssen wir jetzt alles ausbauen. Alles, was wir... Oh, was ist denn hier? Bedürfnisse nicht erfüllt? Was? Welche? Welche Hofstätte? Weiß es nicht. Oh, 8 Tage habe ich sie noch, okay. 8 Tage habe ich die Söldner noch. Am letzten Tag schmeiße ich sie raus. Ich mache das so wie bei Giga früher. Ich rufe die dann alle auf den Exerzierplatz und sage, ja, übrigens, ihr könnt jetzt nach Hause gehen und braucht nie wiederkommen. So mache ich das. Ah, hier habe ich noch, guck mal. Hier habe ich Ausbaupotenziale noch. Ich glaube, ich brauche noch alles eigentlich, im Grunde genommen. Bäcker, weiß ich nicht, ob ich einen Bäcker überhaupt brauche, weil ich habe ja hier so einen Bäcker gebaut. Einen Gemeinschaftsofen habe ich gebaut. Das müsste doch eigentlich reichen. War das so bei Giga Games? Ja, so war das bei Giga. Damals. Nicht nur Giga Games, waren ja, gab ja mehrere Formate, es war ein ganzer Sender. Tja. Aber ist ja alles gut. Ich brauche mehr Bier. Bald kriege ich mehr Bier. Ich freue mich auf den Moment. Und wir brauchen mehr Holz. Ich verstehe nicht, weshalb die hier. Weshalb die hier so. Die haben noch alles, was sie brauchen. Vielleicht wisst ihr was? Ich kann mir doch noch einen 4. Ochsen, glaube ich, kaufen. Oder habe ich schon. Ja, ich kaufe mir noch einen Ochsen. Die kosten nur 20 irgendwie. Ey, ich könnte mir noch viel mehr Ochsen kaufen. Es gibt eigentlich gar keinen Grund, warum ich nicht mehr Ochsen habe, oder? Die können ja auch alle benutzen, die Ochsen. Die sind auch... Ja, guck mal, hier steht einer rum. Der ist nicht in Benutzung gerade. Ort ist nicht in Benutzung. Aber ansonsten können die doch... Hier, die sind alle nicht zu Hause. Ich finde, ich baue noch einen Stall. Ich habe mittlerweile so viel Gewerbe hier. Ich könnte auch hier einen Stall bauen. Hier vielleicht. Warum nicht? Ja. Baue ich jetzt einfach. Ich habe Kohle ohne Ende. Ich bin richtig reich. Es floriert. So, wo ist mein Ochsenschrien? Da. Anbindebalken. Kostet mich doch nichts. Da kommt ein neuer Stall hin. Alle dürfen den benutzen dann. Das sind Gemeinschaftsochsen. Und ihr müsst mehr machen. Ich verstehe das nicht. Ich werde denen dann vielleicht doch eine eigene Ochsen. Vielleicht müssen die mehr in Konkurrenz zueinander gehen, dass die Besseren kriegen den Ochsen, aber beide wollen den Ochsen und dann geben die sich richtig Mühe. Ich verstehe das mit den Brettern nicht. Ich verstehe das nicht. Warum das so lange dauert? Gibt es auch Milchkühe? Nee. Gibt's nicht. Drei Tage habe ich die abtrünnigen Söhne noch. Die müssten eigentlich genug Rohmaterial. Also es gibt keinen Grund, weshalb die nicht genug Rohmaterial kriegen sollten, weil.
Ja, warum? Hier liegen 23 von den Dingern. Hier sind auf jeden Fall noch super viele Kapazitäten drin. Ich weiß gar nicht, wo genau das Holz gelagert. Wir haben 56 Bauholz. Ich weiß nur nicht, wo das jetzt gelagert ist. Es müsste eigentlich im großen Lager ja auch sein. Oder die sind schon in den Gewerken hier eingelagert. Ich weiß es nicht. Allgemeines Lager, Holzlager. Wir haben genug Bauholz. 70 Bauholz habe ich noch vorrätig. Das ist doch unfassbar. Ich verstehe das wirklich nicht. Es wurde nichts eingelagert. Warum? So wenig Lagerarbeiter. Ja, vielleicht muss ich hier nochmal einen reinsetzen, aber... Das ist irgendwie komisch. Drei Beeren. Ist dann... Warte. Oh, ich habe hier zwei drin. Das ist, reicht mir. Das, ich hatte wegen der... Weil ich wollte ja diese Dachziegel bauen und da habe ich sehr viele... Habe ich sehr viel Lehm schnell gepumpt. Den können wir mal rausnehmen. Genau, und hier... Oh, ich muss eigentlich... da noch eine dritte Person reinsetzen, solange da die Jahreszeit für ist. Geil. Ja, komm. Ich mache eine dritte Wildbärenpflückerin da rein. Familie. Wildbärenpflückerfamilie. Oh nein, die Söldner! Oh, ich hab's fast wieder vergessen. So, letzter Tag. Leute, ich muss euch leider sagen... Ihr seid entlassen. Oh nein, aber wir haben uns schon so gefreut. Ja, tut mir leid, ihr seid entlassen. Tut mir echt leid. So. Ich werde hier... Guck mal, die kriegen einen eigenen Ochsen. Ich werde jetzt hier richtig viele Ochsen holen. Wie viele Stunden bin ich schon im Spielstand? Ich bin mir nicht ganz sicher. Acht? Vielleicht? Ungefähr? So, das Holzverlager kriegt einen dauerhaften Ochsen. So, bam, hat einen Ochsen gekriegt. Jetzt muss alles besser werden. Ich finde das so lächerlich. Wo sind denn die Leute überhaupt? Okay, die wohnen ja sehr weit weg. Das ist natürlich, man muss das einkalkulieren, wie weit ist der Weg zur Arbeitsstätte. Das ist ja durchaus nicht irrelevant. Die wohnen beide sehr weit weg. Haben beide lange Wege. Vielleicht ist das... Ja. Wo läufst du jetzt hin? Holt Wasser. Okay. Da ist doch hier noch ein Brunnen, der viel näher dran ist. Die Baureserven sind nur für, also quasi was die nicht anfassen sozusagen. Wenn ich weniger, also ich kann jetzt hier einstellen, 10 Baumstämme sollen bleiben und dann benutzen die nicht. Das hat nichts damit zu tun, wie die arbeiten. Aber ich habe jetzt mal, die haben jetzt einen dauerhaften Ochsen hier, da freuen die sich. Welchen haben sie gekriegt? Steht da nicht. Ich habe jetzt keine Familie, die baut. Das ist aber blöd. Das ist blöd. Ja. Ich muss irgendeine Familie mal... Bauholz. Ja, wächst. Ich nehme mal eine Familie hier raus. Wir müssen bauen. Wir brauchen Bauarbeiter. Ich brauche neue Leute. So, alles vorhandene soll auch vergrößert werden, wenn es irgendwie geht.
Wisst ihr was, ich importiere gleich Holz, mir ist das blöd. Ich glaube, ich kann auch hier... Na, da ist nur eine Familie drin, okay. Der Müll ist fertig. Hier ist die Brauerei, genau. Hier kommt dann irgendwann die zweite Brauerei rein. Machen wir ein bisschen schneller. Ist schon Juni. Wie sieht das jetzt hier aus? Null Bretter. Ein Brett. Irgendwas läuft hier nicht richtig, definitiv. Irgendwas läuft hier überhaupt nicht richtig. Aber wisst ihr, was mich happy macht? Dass wir so viele Beeren haben. Das ist wirklich gut. Warum sind die unzufrieden? Weil denen fehlt die Taverne. Ja, ist, ich glaube, ich kann eigentlich auch einen zweiten hier rausnehmen in der Taverne, oder? Das war ja jetzt eigentlich nur fürs Upgrade. So, jetzt habe ich zwei Leute, die hier bauen. Immer noch keine Bretter. Habe ich irgendwas falsch eingestellt? Ich check's nicht. Holzlager, wieso holen die sich denn? Da liegen 27 Hölzer. Wieso holen die sich die denn nicht? Der Ochse wird auch nicht fertig gemacht. Also irgendwas ist hier gerade strange. Habe ich irgendwas eingestellt, dass die... Das ist sogar schon fast voll. Die brauchen eigentlich auch einen festen Ochsen hier. Weil die sind ja nur am Transportieren. Hier wird auch eigentlich alles eingelagert. Aber kein Holz. Die kriegen jetzt auch einen Ochsen. Ist das zu blöd? Was sind mit ihm hier? Wieso macht er nichts? Ort wartet. Ich habe hier gerade einen Ochsen zugewiesen. So. Der steht immer noch dumm rum, macht nichts. Die kriegen auch einen Ochsen. So. Jetzt kann Otto aber nicht mehr rumstehen. Ich habe nur drei Ochsen. Macht nichts. Wird nicht benutzt. So, warte. Da. Ha. Das, was passiert jetzt? Okay. Das Lager ist voll. Das ist einfach so ein Quatsch. Das verstehe ich nicht. Das verstehe ich nicht. Das wird... Ah, super, das ist gleich fertig. 95%! Hammer! 97! 98, es ist gleich Erntezeit. Dann muss ich mehrere Familien ins Bauernhaus setzen. Warte. Ausbau zu einem kleinen Stall. Und dann kaufen wir uns zwei Ochsen. Was? Warte mal. Warum? Ich hab doch noch... Stallfläche 2 von 2. Heißt dies schon... Das heißt schon, dass die belegt ist, ne? Heißt es 2 von 2 sind frei? Oder heißt es 2 von 2 sind belegt? Weil hier ist gerade kein Ochse, aber das heißt, der ist in Benutzung. Ich nehme mal diesen belegt. So, wenn das hier fertig ist, dann kaufen wir neue Ochsen. Ich sollte noch viel mehr Ochsenkarren bauen. Die werden ja für alles benötigt, diese Ochsen. Darf man nicht geizig sein, finde ich. Ich mache hier noch einen Ochsen hin. Achso, das habe ich ja noch nicht. Hier kommt noch einer hin.
Oder mal ein Pony kaufen, ja, das ist auch eine gute Idee. Weiß ich aber nicht, ob die das so gut machen. So, hier wollte ich noch eine Brauerei bauen. Damit, wenn der Malz gleich kommt. So, und jetzt will ich wissen, wenn das hier jetzt bei 100% ist. Weiß noch nicht. Ob die dann automatisch loslegen. Oder ob ich denen das befehlen muss. Das wäre mal interessant. Drei Familien. Can't Space. Oh, was? Warum? Nicht zu diesen Ochsen für den Bau benötigt. Kleiner Stall. So. Erweitert. Ne, hier. So, was ist der Unterschied? Die sind halt teurer. Ich weiß, ich mach mal zwei Pferde. Wir werden sehen. Und der ist noch nicht fertig. So, hier kann jetzt nach Herzenslust gebraut werden. Sehr gut. Hier können wir auch... oh geil. Das können wir auch werten. Das machen wir jetzt auch. Die Stadt wächst und gedeiht. Ich bin richtig happy. Das Mann, wie schön das ist. So. Jetzt. Come on. 99. 99. Gleich ist es soweit. Unsere erste Ernte steht an. Nein! Was? Nee. Warum? Was? Was hat... Hier, nee. Das war doof. Warum haben die Schäden genommen? Brauche ich ein zweites Lagerhaus? Brauche mehr Leute, die im Lagerhaus arbeiten vielleicht. Ja, auf jeden Fall noch jede Menge Platz. Das sind aber nur die Lager der Betriebsstätten, die voll sind. Die werden nicht anständig abgeholt. Ich muss mehr Lagerarbeiter einstellen. Glaube ich. Wird das abgeholt, auch wenn da keiner drin arbeitet? Bestimmt. Oh, die Bären. Oh, das ist gut, dass ich das sehe. Die sind nämlich leer. So gut wie leer. Ich nehme mal alle raus. Jeder ist drin, okay. Die werden gleich hier da reinkommen stattdessen. Und ein fetter Ochse, genau. Okay. Oh, die Brauerei ist fertig. Das ist sehr gut. Ich überlege, ob ich noch ein weiteres Lager baue. Noch ist es nicht voll, aber ich könnte, damit die Wege nicht so weit sind, vielleicht hier noch ein Lager bauen. Für das ganze Essen, aber müsste ja eher... Bei Anno würde man das machen, aber wie ist die Produktionskette? Also die ernten das und wo packen sie es dann hin? Erstmal hier wahrscheinlich. Oh, da ist sehr viel Platz. Okay, das ist gut. Brauchen wir kein Lager bauen, sehr viel Platz. So, jetzt ist 100, komm. Ja, 100. Und jetzt? Jetzt warte ich mal ganz kurz, bevor ich die Ernte erzwinge, um zu gucken. Ob die da jetzt mit anfangen. Ich glaube nicht. Nö, die machen offensichtlich nichts. Also dann wird es so sein, wenn hier steht. Also im September fangen die an. Nein, komm, ich muss das jetzt. Ich muss jetzt sagen, die sollen frühzeitig. Die machen ja sonst nichts. Die sind bei 100%.
Das finde ich aber blöd, dass die nicht selbstständig damit anfangen. Ich sage jetzt mal frühzeitig, mal gucken, was die jetzt machen. Da kommen sie. Ne, da sind sie nicht. Ja, was sind das für Leute? Warte, Gesa war das gerade. Transportiert Fleisch? Wohin? Hier ist nichts mehr. Wo bringt ihr denn jetzt das Fleisch hin? Gesa, haut die jetzt ab oder was? Gesa, haust du ab? Was machst du denn da? Holzfäller? What the fuck? Wo lauft ihr denn jetzt hin? Ach du Scheiße, sie bringen das hier hin. Oh nein. Ach, weil ich jetzt hier wegen des Jägers Fleisch... Oh nein. Ach nein. Ich glaube, ich habe gerade Fleisch gekauft. Beim Handelsposten. Und jetzt schleppen die das zu Fuß. Dabei darfst du doch hier auch Fleisch einlagern. Och Leute. Oder? Ah, hier wird geerntet. Geil. Das ist super. Also dann. Ja. Machen wir die auch alle. Das Waldlager mache ich natürlich nicht dicht. Da ist ja der Jäger. Gut, der hat ein eigenes Lager, aber es geht ja vor allem auch um die Bären, ne? Ja, warte mal, ich meine, der Jäger. Vielleicht sollte ich sagen, hier wird kein Fleisch gelagert. Nur die Beeren. Machen wir es einfach so. Das ist ein reines Bärenlager jetzt. So. Das kann Gesa wieder umdrehen. Leute, hier wird geerntet. Hammergeil. Guckt euch das an. Es ist Erntezeit. Es ist Erntezeit. Jawohl. Und dann kann hier richtig, jetzt muss ich natürlich gleich dann dementsprechend auch Leute in die Windmühlen und so setzen. Und in die Melzerei und so. Hammer gut. Was ist mit dem? Der ist noch nicht fertig. Okay. Wie findest du es bisher, Nils? Hammer. Mir macht es richtig Spaß. Ich finde es sehr, sehr cool. Das wird auch noch ausgebaut oder ist schon ausgebaut? Noch. Wir haben keine Wohnreserven mehr. Das ist blöd. Ja, muss alles. Gesa muss jetzt wieder alles zurückschleppen, das stimmt. Aber das Beste ist doch hier, dass jetzt hier richtig geil geerntet wird. Ich guck das mal an mit dem freundlichen Ochsen, der darf mithelfen hier. Erntehelfer. So, Flachs haben wir auch, das heißt, wie viel Holz haben wir auch? Oh, wir haben 18 Bretter, das ist sehr, sehr schön. So, lass mich mal gucken, wo haben wir denn nichts? Gibt es irgendeinen, hier haben wir nichts. Da haben wir Möhren. Da können wir mal den Wohnraum erhöhen. So, was wir brauchen ist, wir haben jetzt ja diesen Flachs. Das heißt, wir können da eine Schusterwerkstatt machen. Eine Rüstungsschmiede. Haben wir irgendein Gebäude, was Flachs weiterverarbeitet? Entschuldigung, da. Da die Weberei. Ich glaube, wir haben noch keine Weberei. Ich glaube, wir haben noch keine Weber. Da können wir auch eine Schafzucht machen jetzt. Pass auf. Wir sollten mal hier eine Weberei hinsetzen. Direkt an die anderen Freunde ran. So. Weberei. Und dann könnten wir auch eine Schafzucht machen.
Dann muss ich nur ein Schaf importieren, aber das ist ja gar kein Problem. Dann haben wir beides. Schafzucht. So, wenn wir jetzt sagen, hier kommt eine Schafzucht hin, wie groß muss denn die Weide sein? Für so einen, da muss ich noch eine extra Weide errichten. Da ist der Holzfäller, das ist okay. Pass auf. Zack. Und dann muss ich doch wahrscheinlich hier auf Weide. Wie groß muss... Ich glaube, ich muss eine eigene Weide bauen für das... Oder wie ist das? Oder ist da eine Weide mit integriert? Wir warten erstmal. Wir warten. Jetzt habe ich eine Menge hier zu tun. Eine Menge Bauprojekte auf der Halde. Yay! Guck. Oh, wir haben Weizen und Gerste. Das heißt, wir können jetzt... Einmal den die Windmühle aktivieren. Aktiviert. Die Windmühle ist aktiviert. Und dann können wir den Melzer aktivieren. Aber erstmal müssen wir wieder neue Familien haben. Ich muss sie jetzt mal irgendwo rausziehen. Wie viele Bretter haben wir? 28 Bretter. Klingt erstmal gut. Das heißt, wir machen hier eine Familie raus und da eine Familie raus. Und dann... Packen wir ja erstmal müsste da was passieren und einen natürlich in die Melzerei, damit dann hier gleich unsere beiden Brauereifamilien, die auch wieder in völliger Konkurrenz zueinander stehen, anfangen können mit dem Brauen. Gerste, Weizen. Wo ist der Flachs? Liegt da noch rum oder was? Brauchen wir sehr viel Baumaterialien wieder. Wir haben, wie viel Holz haben wir? Ja, Bauholz müssen wir gucken, dass wir nicht zu wenig Holzfäller beschäftigen. Aber ich glaube, das ist noch okay. Sieht gut aus. Wir sind auf einem guten Weg. Wir sind auf einem guten Weg. Was macht der Ochse da? Der steht da so rum. Warum kümmert sich keiner um den Ochsen? Hallo? Das ist noch York? Was macht, wieso macht der nichts? Hallo? Vielleicht sollte sich mal jemand um diesen Ochsen kümmern. Das Getreide muss auch gedroschen werden. Weizen, Gerste. Naja, sollen sie erstmal ernten oder ist ja gut. Lebensmittelstand, da der Markt vergrößert sich, das ist gut. Euch das an, ist das nicht toll? Die hier alle Waren einholen. Die Windmühle, hat die schon irgendwas, was sie braucht? Nö. Can't find space für die Waffenschmiede. Können wir das nicht dann hier auch mit einlagern? Doch, Seitenwaffen. Kleidung. Da, 64 Speere. Oh, ich muss jetzt mal was anderes bauen. Wo ist meine Schmiede? Meine Waffenschmiede. Woran erkenne ich das? Woran erkenne ich das? Mit Tab sehe ich das nicht. Wo habe ich die Waffenschmiede gebaut? Hofstätte. So, warte mal, Schmiede. Da. Ja. Vielleicht mal einfach was anderes. Mal Seitenwaffen produzieren zur Abwechslung. Können wir auch exportieren. Oh, hier könnte ich auch noch was Geiles machen. Aber habe ich noch nicht die Ressourcen. Zu viele von den Dingern, zu wenig Schilde. Genau, habe ich denn diese, habe ich eigentlich dieses Schildding gebaut? Hatte ich das gebaut? Nee, ne? Man sieht das hier aber nicht auf dem Bild. Warum sehe ich das denn nicht, wenn ich auf Tab drücke?
Alles Hofstätten. Ich baue so viel Möhren an, da kommt trotzdem so gut wie nichts bei rum. Ich wollte doch eine Ich habe irgendwo eine Schreinerei gebaut. Doch, warte mal. Ich hatte doch eine Schreinerei gebaut. Da war doch irgendwas. Hofstätte. Warum sehe ich das nicht auf dem... Da, Tischlerei. Oh, ich habe die falschen Schilde hergestellt. Mist. Ich weiß nicht, ob die für die Miliz ausreichen. Das müssen wir gleich nochmal neu aufstellen, die Miliz. So, jetzt wird hier wieder wunderbar gepflügt. Können wir direkt wieder was Neues in die Felder packen. Ich weiß nicht, ob die drei Felder Wirtschaft... Nee. Jetzt wird erstmal gepflügt, das ist ja okay. Ich hoffe mal, dass die automatisch dann umstellen auch. Es ist aktiviert. Ich hoffe mal, sie machen es. Weil ihr seht, die Fruchtbarkeit ist nicht mehr so hoch. 10% für Flachs. Wir müssen jetzt einmal wechseln. Jaco, Lemacre, Bazifer, Rhino und Vito und Jay. Hidden Pawns. Masi und Jatz, herzlichen Dank für den Support. Das ist teilweise ein bisschen Verspätung. Aber ihr wisst ja, ich ein bisschen zu sehr abgetaucht bin im Spiel. Man kann die auch brach liegen lassen, das stimmt, aber die Fruchtbarkeit ist dann halt auch, wenn man es wechselt, höher. Klar, wenn ich jetzt ein Jahr komplett brach liegen lasse, dann ist es noch besser. Ich könnte jetzt vielleicht auch sagen, ich baue ein viertes Feld und mache dann eine Vierfelderwirtschaft. So. Ne? Und dann liegt immer eins brach. Das kann man halt auch machen. Muss ich es manuell ein bisschen steuern. Mache ich halt eine Vierfelderwirtschaft. Sagt ja niemand, dass das nicht klappt. Da müsste man sich das irgendwie merken. Dann würde ich halt sagen, ich mache jetzt zum Beispiel hier Brachland. Aber da müsste ich mir eine Reihenfolge überlegen. Vielleicht alphabetisch. Wenn man sagen würde, B für Brachland, dann kommt F für Flachs, A, B, C, D, E, F, G, ne? Da kommt Gerste und Weizen. Hätte man eine alphabetische Reihenfolge, dann könnte ich sagen, okay, wir fangen im ersten Jahr meinetwegen hier an. Brachland. Flachs wäre dann hier. Dann wäre hier Gerste und da wäre Weizen. Das ist aber blöd, weil jetzt hier schon Weizen ist. Dann müssten wir hier anfangen mit Brachland. Verstehe, was ich meine? Kann man ja machen. Können wir sagen, wir bauen noch mal ein Feld. Nee, wir machen das so und so und so. Ein Morgen reicht. So ist doch gut. Bam. Jetzt hier noch ein Feld. Und dann muss ich mir das halt immer merken. Wenn wir jetzt hier Brachland machen, dann machen wir hier Flachs. Ist ja schon Flachs. Nein, dann machen wir... Kann das mal jetzt irgendwie funktionieren? Brachland, Flachs, Getreide, Weizen. Ja, das funktioniert. Okay, dann ist jetzt hier... So, dann machen wir überall Fruchtwechsel aus. Dann muss ich es manuell machen. Dann ist jetzt hier Brachland. Brache. Dann fangen wir an mit... Flachs. F. G. Und hier ist Weizen. Bam. So.
Easy peasy, oder? Hallo, Mate. Was geht ab? Das ist doch super. Sieht auch schön aus. So, die können jetzt hier arbeiten. Weiter geht's. Wir haben keine Zeit zu verschwenden. Keine Zeit zu verschwenden. Von der Größe der Felder, ja, finde ich auch, dass ein Bauernhof muss das stemmen. So, wir machen auch jetzt mal Folgendes. An dieser Stelle haben wir eine neue Folge. Das war Folge 4. Ich habe nach wie vor Bock. Es macht Spaß, ich bleib dran. Wir haben eine Menge zu tun. Wir haben vor allen Dingen ja dieses neue Grundstück da einfach mal gekauft für 1000 Einfluss. Was wir noch gar nicht benutzen. Apropos Brachland, liegt auch brach. Da müssen wir irgendwann eine zweite Stadt errichten. Ich würde vorschlagen, wir sammeln gleich mal fleißig Ressourcen. In erster Linie braucht man ja zu Beginn wahrscheinlich Holz. So Bretter und so ein Kram. Und dann gibt es ja auch die Möglichkeit, man kann ja auch so ein Gebäude bauen, dass man was dann Transferleistungen macht, so, ne? Die Ressourcen rüberschiebt von einem Ort zum anderen. Und dann können wir dann direkt einen anderen Ort bauen. Und das Gute ist, man kann den dann ganz anders gestalten mit dem Wissen, was ich jetzt habe. Könnte ich zum Beispiel sagen, okay, wir machen einen Dorfkern aus Marktplatz und Kirche. Und das kann ich ja alles jetzt schon bauen, weil ich ja, ich habe ja jetzt ja alles. Und kann das so ein bisschen, jetzt ist Ansuil, dreht dann wieder durch, aber dann kann man ein bisschen am Reißbrett besser planen, dass alle einen kurzen Weg zum Marktplatz haben und so. Die Kirche muss gar nicht so zentral sein, aber in der Mitte der Marktplatz und drumherum die Gebäude. Das können wir nächstes Mal, vielleicht schaffen wir das nächste Mal schon, dass die nächste Ortschaft, Neurötzling natürlich. Und die dritte wird dann Neurötzling, was auch immer. Jedenfalls freue ich mich schon auf die nächste Folge und freue mich auch sehr auf euch und auf euer Feedback. Bis dahin, alles für Rötzling. Tschüss.